Nehmt es euch einfach. So ist er also, ne? Erlese sie dich mal um, vielleicht können wir was gebrauchen. Na, klar doch. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir gucken uns mal um, bevor wir hier wirklich aufbrechen, ob wir hier was mitnehmen können. Das sieht aus wie so eine alte Bar oder so. Mal mitnehmen. Den Brief oder was auch immer das ist. So, wir gucken uns einfach nochmal ein bisschen um. Nehmen wir mit. Treffe ich ein bisschen fest. Okay, fertig. Munition. Wunderbar, dann mal. Jetzt alles fertig. So. So, Heilmesser können wir jetzt herstellen. Heilmedikit können wir herstellen. Leider können wir keinen Molotow-Cocktail herstellen. Okay. Naja, gut, wie dem auch sei. Wir haben zumindest alles, was wir wollen. So, ich gucke mich noch ein bisschen weiter um. So, dann glaube ich, können wir jetzt auch los. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Ah, er kommt mit, das ist gut. Bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Also in was für einer Scheiße steckst du? Ja, echt einmalig. Und wo ist Ted? Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Ja. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ ist ja ein Fall, Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch alle. Hey. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, ihr hört sich. Ihr hört sich. An. Es gibt Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Na, lecker. Okay, dann mal los. Und dann kommt ihr? Genie. Ich meine, warum bloß, warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal. Infizierte! Mist, macht euch bereit. Hör mal. Jetzt mal den Peter weg da kriegen. Jetzt erstmal. So. So. Hör mal, normal so schlage ich keine Frauen, aber mit dir mache ich mal eine Ausnahme, mein Freund. Hey. Anklammern ist nicht, ich schmecke nicht gut. Ich schmecke doch gut. Klicker tot. Hör mal.
Halt kaputt. Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Haben wir gerade gemerkt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Das führt Gesprächsgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Will? Joel? Hier lang. Na gut. Und weiter geht's. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Ja, aber die kleine Prügelei da, die hat uns bestimmt gut getan. Also am meisten Sorgen macht mir die Klicker, wenn ich ehrlich bin. Also, wo lang? Hier bei dem... Es ist im Keller. Bitte wo? So. Ich würde mich jetzt wundern, wenn die Tür da oben auch... Die Tür hier aufmachen müssen. Ja, welche Überraschung. Die Tür zu. Na dann mal los. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du Waffen sind eigentlich nichts für kleine Kinder. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden... Der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du. Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt ja so ein Scheiß nur eins ein. Hallo. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg. Verdammt nochmal. Keine Erziehung, die Göre. Wenn du eine Bagge hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Na dann. Auf sie mit Gebrüll. Neue Waffe, Schrotflinte. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Okay. Und zwar mein allerneuestes Spielzeug. Das ist eine Nagelbombe. Okay. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Nagelbomben. Die Schlagbomben explodieren, wenn sie der Gegner in ihre Nähe kommt. Kann offensiv oder defensiv mit L2 im Bogen geworfen oder mit R2 strategisch platziert werden. Okay. Drücke zum Fortfahren. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Die belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Nehmen wir erstmal alles mit.
Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. So, ich glaube, dann haben wir auch alles eingesammelt. Oder liegt da noch was? Nee, da liegt nichts mehr. Okay. Na gut. Ja. Zum Beispiel Kirche, alte Kirche, ne? Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Okay, Zeit zu packen. Ellie, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Let's go. Du musst dir das nicht noch angucken. Ja, definitiv nicht, aber Kinder sind neugierig. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Hey, habt ihr es gehört? Bitte was? Ah, Klicker. Zwei Stück auch noch. Erledigt. So. Habe ich da nicht gerade nur einen gehört? Ich sage, die Klicker sind so die fiesesten, weil die so richtig schön zäh sind. Oh, danke. Hasse Klicker. Das sind drei Stück. Mistviecher.
so. So, die Jungs da holen. Ja, super, da kommen mehr. Geh mal weg! Oh Mann! Dick, genau, geh weg! Heißt nicht, wenn du die Gegner ankommst. Ich hasse so das. Genau, Dankeschön. Hey, wow. Wir leben noch. So, ich muss mal kurz hier eine neue Nageldinger bauen. Definitiv. Blöd, dass nur einer gerade einer zu tun ist, der jetzt hingeht. Sicher, sicher, ja. Aber ich habe gar nicht mal so schlecht gemacht. Ah, ich will die zwei haben sie nicht mit. Ah, da kommt schon wieder einer. Oder wir hier runterkommen, das sehen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen, vielleicht ein bisschen überziehe. Aber passt schon. Bis dann. Tschüss.